Hallo und herzlich willkommen zurück. Nach eineinhalb Jahren spielen wir weiter. Wundert euch nicht, das wird eine ganz kurze Zwischenfolge, weil ich habe außersehentlich der falsche Spielstand genommen. Ich hatte ein bisschen das Problem, das Spiel ist immer wieder abgestürzt, deswegen werde ich genau diese Geschichte jetzt gleich in der nächsten Runde dann auch nochmal erzählen. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte mit euch gemeinsam weiterspielen. Es haben sehr, sehr viele gefragt, machst du nicht weiter hier mit Book of Unwritten Tales? Und ja, das wollen wir machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich einen Geist fernhalten könnte. Oh, dann bist du also der Geisterexperte, ja? Hast du dein Leben auch in einem verfluchten Dorf verbracht und bist als einziger übrig, nachdem alle anderen längst fort sind? Sogar der alte Reverend Sudo, der ja angeblich alles über das Böse wusste, Entschuldigung. Okay, ja, er ist absolut witzig. Ich finde auch die Art und Weise, wie er es macht, finde ich absolut witzig. So. Gut, jetzt klingelt es natürlich am Handy. Was nehmen wir? Schauen wir da nochmal. Das Regal scheint eine Art Lager für Dinge zu sein, von denen selbst der optimistischste Ladenbesitzer nicht hoffen kann, sie bald zu verkaufen. Hätte ich mehr Zeit, würde ich mich da begeistert durchwühlen. Ich liebe so ein Zeug. Okay, wir gehen jetzt hoch zum Schloss. Das ist, glaube ich, unser Ziel. Ändert sich das Wetter hier immer so schnell? Der kopflose Reiter! Er kommt! Das haben sie auch schon geglaubt, als ich vor der Tür stand. Schau, hier! Die psychokinetische Energie sprengt beinahe die Skala! Ich bin zwar Diplom-Magier, aber was genau ist das? Du hast immer geschwänzt, oder? Das PKE zeigt an, ob Geister, Dämonen, böse Kräfte in der Nähe sind. Es ist der kopflose Reiter, garantiert! Dann muss ich sofort zu meinen Freunden. Stopp! Hast du nicht gehört? Da draußen ist ein kopfloser Reiter. Und meine Freunde. Stopp! Keine Bewegung! Oder ich schieße! Wie soll das klappen? Deine Armbrust ist nicht geladen, du Eumel? Ohne Bolzen in der Armbrust. Hallo? Da ist er. Wer ist da? Nate? Oh, den kennen wir. Stecken Sie das Ding weg. Was ist passiert? Wo sind die anderen? Ich verstehe nicht. War da ein Ritter mit einem... Da war ein Ritter mit einem Schwert? Okay, da war also ein Ritter und noch was? Ein Monster? Ein Monster? Da war ein Ritter und ein Monster? Ein Drache? Oder ein Löwe? Ein Werwolf! Ein Ritter und ein Werwolf? Was haben Sie getan? Was ist mit den anderen? Gulliver? So, Gulliver hat seinen Kopf verloren. Puh, ich dachte schon. Einer deiner Freunde wurde geköpft und du bist erleichtert? Na, besser Gulliver als einer der anderen, meinst du nicht? Ich weiß nicht. Was ist Timmy? Esther, deine Mutter? Was mit Fässern, Zwergen in Fässern? Esther? Deine Mutter? Sie hatte Panik und ist davongelaufen? Wohin denn? Hat sie Timmy bei sich?
In Richtung Wald? In Wald? Esther ist in den Wald gelaufen? Dann ist sie verloren. Gar nichts ist sie. Komm, Nate, wir gehen zu Gulliver. Dann suchen wir Timmy und deine Mutter. Ihr könnt doch da nicht raus. Wir sagen ihnen Bescheid, wenn wir auf kopflose Reiter stoßen. Keine Bewegung! Hier hat jemand einen Kopfgeldjäger gerufen. Oh, cool. Und gerade als unser junger Freund rausgehen wollte, kamst du herein. Alles klar. Ich werde in den Wald gehen und sämtlichen kopflosen Reitern, Raubrittern und Werwölfen den Gar ausmachen, die mir über den Weg laufen. Da gibt es auch noch eine kleine Ratte und einen Zombie. Kein Problem. Wenn wir uns auf einen Preis einigen können, erledige ich auch. Nein! Das sind unsere Freunde. Den Zombie und die Ratte nicht töten. Auch gut. Ich hatte ein Auge nach den beiden offen. Kostenlos. Wie genau willst du vorgehen? Was ist dein Plan? Finden und vernichten. Da sehe ich zwei Probleme. Erstens das Finden, zweitens das Vernichten. Er hat recht. Der Wald verwirrt die Sinne. Er ist trickreich und böse. Das Unheil hat im Herz des Waldes seinen Ursprung. Dort gibt es eine Lichtung mit einem alten Baum in der Mitte. Unter dem Baum eine Höhle. Dort leben sie. All jene, die so viel Leid über unser schönes Dorf gebracht haben. Nicht mehr lange. Wer bist du und wie genau willst du den kopflosen Reiter, den Ritter und den Werwolf aufhalten? Ich bin die Lösung für eure Probleme. Ich habe Mittel und Wege, jeden klein zu kriegen. Auch wenn Waffen nutzlos sind? Es könnte ein Spuk sein. Solange die Bezahlung stimmt, werde ich den Job erledigen. Die Bezahlung wird fürstlich sein. Ich bin der reichste Mann im Dorf. Und der einzigste. Ich sollte mitkommen. Zu zweit sind unsere Erfolgsaussichten besser. Das letzte Mal, als ich im Team gearbeitet habe, hat man mir eine Holzlatte über den Schädel gezogen. Dann hattest du die falschen Partner. Mit Ivo und Kapitän... Ich arbeite allein. Halte das Gold bereit. Es wird nicht lange dauern. Oh. Gott sei Dank hat er den Namen nicht gesagt. Das wäre sonst nicht gut sehr gewesen. Sehr selbstbewusst. So wie die anderen. Die anderen? Glaubst du, er ist der Erste, der versucht, dem Übel im Wald auf den Grund zu gehen? Ich habe schon aufgehört zu zählen. Kaum einer hat das verfluchte Herz des Waldes gefunden. Und zerstören konnte es niemand. Komm, Nate. Wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass der Kopfgeldjäger unsere Freunde findet. Zurück zum Lager. Okay. Wir sind zurück am Lager. Und genau... Oh. Pass doch auf. Ganz ruhig, Körper. Ich bin ja hier. Setz dich bitte brav ans Feuer. Ans Feuer, nicht ins Feuer. Was ist passiert? Nate hat von einem Ritter und einem Werwolf erzählt? Es war schrecklich. Ich bin eingenickt und plötzlich schrie mein Sahnetörtchen. Ich bin aufgesprungen, bereit, sie zu verteidigen. Es blitzte und ich konnte die gleißende Gestalt eines Ritters sehen. Ein Paladin, um genau zu sein. Und dann? Meine Blütenknospe war wie von Sinnen vor Angst. Sie lief in Richtung Wald, weg von dem Paladin. Ich wollte ihr hinterherlaufen, doch beim nächsten Blitz stand da ein Wolf. Wirklich furchterregend. Nate hat geschrien, Esther hat geschrien. Ich bin gestolpert und habe einfach den Kopf verloren. Ich habe Nate zugerufen, er solle fliehen und im Dorf Hilfe holen. Der Werwolf kam auf mich zu und ich war sicher, dass er mich auffressen würde. Mein Körper versuchte, mich zu verteidigen, aber er hatte Probleme mit der Orientierung. Plötzlich schlug ein Blitz ganz in der Nähe ein. Der Wolf erschrak und lief den anderen in den Wald hinterher. Okay. Es geht Ihnen gut. Ich meine, es darf Ihnen nichts passieren. Sie...
Sie sind mit heiler Haut in den Wald gekommen. Aber diese Kreaturen waren ihnen dicht auf den Fersen. Ich könnte es nicht ertragen, wenn auch noch Timmy... Ach, Sie... Sie sind bestimmt in Ordnung. Wir müssen sie nur ganz schnell zurückholen. Ja, das ist ein schöner Plan. Der Bürgermeister hat vom Herz des Waldes gesprochen. Dort hat das Böse seinen Ursprung. Da ist er sich sicher. Aber warum glaubst du, dass es Esther und Timmy ausgerechnet dahin verschlagen hat? Ich weiß nicht. Es ist ein Gefühl. Hier verschwinden seit Jahrzehnten Leute. Ich glaube, sie werden in den Wald gelockt oder, wie im Fall von Esther, getrieben. Wenn wir die beiden wiederhaben wollen, müssen wir dem Geheimnis des Waldes auf die Spur kommen. Okay. In dem Schloss dort drüben hat der Hexenmeister Van Buren die letzten Jahre seines Lebens zugebracht. Das Buch, das wir suchen, dürfte irgendwo in dem Gemäuer versteckt sein. Das Buch interessiert mich nicht. Ich will mein Hasenzähnchen zurück. Wenn wir das Böse im Wald besiegen, bekommen wir Esther zurück. Und der Bürgermeister zeigt uns einen sicheren Weg durchs Gebirge. Na dann los! Also gut, ich mache mich auf die Suche nach den beiden. Haltet ihr hier die Stellung? Ich bleibe nicht hier! Ich werde helfen! Das tust du, indem du dich von Nate reparieren lässt und mir als Berater zur Seite stehst. Und vielleicht könnt ihr Dinge konstruieren, die mir weiterhelfen. Ihr seid viel geschickter als ich. Aber meine Frau ist dort draußen und... Und dein Sohn ist hier. Willst du ihn allein zurücklassen? Oder ihn mit in den verfluchten Wald nehmen? Aber... In Ordnung. Bring mir meine Kirschblüte zurück. Und nur ein Wort, und ich stehe an deiner Seite. Ich weiß. Am besten fange ich an, nach Spuren zu suchen und Informationen zu sammeln. Ich muss wissen, womit ich es zu tun habe. Ich finde es so witzig, wie Gulliver bei jedem Begriff für seine Frau einfach einen anderen Kosenamen benutzt. Es ist total süß gemacht. Und das ist jetzt genau die Stelle. Wir können hier noch die Fußspuren. Ich bin kein Experte. Aber ich würde sagen, das hier sind nur Esthers Spuren. Sie führen in Richtung Wald, was ich mit Gullivers Aussage decken würde. Okay, das haben wir. Was ist hier? Etwas Fell. Könnte vom Werwolf stammen. Er ist Richtung Wald gelaufen und ist diesen Dornen zu nahe gekommen. Spuren vom Werwolf und von Esther. Aber keine vom Paladin. Komisch, da können wir nichts mitnehmen. Hier gibt's auch noch ein bisschen. Wir sind den ganzen Weg von Seefels gelaufen. Einen guten Teil der Strecke sogar jenseits befestigter Straßen und Wege. Wir befürchteten, Ratsvorsitzende Van Buren könnte die Straßen überwachen lassen. Es war eine anstrengende Reise, aber wir waren gut versorgt. Essen, Wasser, warme Decken. Esther hat alles organisiert. Okay. Esther hat sich rührend um Timmy gekümmert. Seit Remis Tod ist er ganz anders als sonst. Er war früher immer so unternehmungslustig. Seit wir Seefels verlassen haben, hat er sich die meiste Zeit in Esthers Manteltasche verkrochen. Und jedes Geräusch ließ ihn zusammenfahren. Und jetzt Monster und Werwölfe. Armer Kerl. Okay, die Wolldecke ist alt, wurde schon mehrfach geflickt und ich bin sicher, dass sie von der Müllhalde unter Seefels stammt. Aber sie hält warm und geht nicht bei der ersten Gelegenheit kaputt. Ja, nehmen wir die auf jeden Fall mal mit. Die Wolldecke haben wir. Wir haben alles genau so vorgefunden. Ein paar kreisförmig angelegte Steine auf einer Sandfläche, keine Bäume in der Nähe, eine vorbildlich angelegte Feuerstelle. Nur, was sagt es über ein Dorf aus, wenn Reisende lieber außerhalb des Dorfes übernachten, als sich im Dorf ein Zimmer zu mieten? Ja? Was steckt denn hier da im Sand? Sieht aus wie ein dickwandiger Steinbecher, wie die Zwerge ihn benutzen. Die Dinger wären mir zu schwer, um damit weite Strecken zu reisen. Aber die Zwerge sagen, der Stein, aus dem die Becher gefertigt sind, erinnere sie an zu Hause. Ja, dann nehmen wir den mit. Der Zwerg, der den Becher hier in die Wildnis getragen hat, hat nichts mehr dagegen, dass ich ihn nehme. Der Becher war mit Sand gefüllt. Vielleicht kann ich den auch mal gebrauchen. Okay, das haben wir. Gibt's sonst noch irgendwas Interessantes? Hier gibt's noch Grün. Das wäre die optimale Stelle, um ein Würstchen zu grillen.
Nicht so heiß wie das offene Feuer, aber immer noch heiß genug. Okay, wahrscheinlich müssen wir dann später irgendwas in dem Becher irgendwie heiß machen, nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Esther hat gesagt, auf mich würden ein paar Würstchen warten, wenn ich aus dem Dorf zurückkäme. Dann kam alles anders. Ich glaube, seit dem Angriff hat Nate noch ein paar extra Scheite aufs Feuer geworfen. Allzu viel Sicherheit strahlt es trotzdem nicht aus. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles gemacht und das ist genau der Punkt, wo ich jetzt dann in der nächsten Folge anfangen werde, daran weiterzumachen. Das heißt, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen jetzt. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Ich möchte die dann nicht nochmal neu aufnehmen, sondern ich werde die dann machen und glaubt mir, die wird sich echt lohnen, weil wir werden jemand Tinder-mäßiges treffen. Ja, das war's soweit. Ich danke dir vielmals und bis später dann. Ciao, ciao!